Belfos 1, Sword of Dawn. Wir sind hier, ja, bei den Türmen. Gegner sind hier schön ausgeordnet, das heißt, die werden uns hier bei den Türmen nicht nerven. Und dann versuchen wir es mal. Wir fangen mal mit dem Turm hier an. Mal sehen. Ja, wir werden von dem Turm attackiert. 5 Schaden. Ja. Ja, doch, wir machen Damage. Wir machen gut Damage. Standhalten, Männer! Wir müssen aber aufpassen mit unserem Leben. Wir werden angegriffen. Aber mindestens einen Turm kriegen wir. Wenn nicht sogar den anderen auch noch. Ich denke mal, in der Zeit wird auch die Heilung wieder ready sein. Wir werden angegriffen. Ich glaube schon. Vorsicht, Gegner! Na komm, Heilung, werde ready. Wir werden angegriffen. Ja, wir haben sie. Die Heiling ist ready. Das heißt also, wir haben es geschafft, die beiden Türme zu besiegen solo. Türme also zu besiegen, also zu zerstören, ist auch nicht gerade schwierig. Das Tor ist zu. Wie kriegen wir das auf? Das ist noch ein Problem. Das kriegen wir nicht so einfach auf wahrscheinlich. Wir heilen uns nochmal nicht, weil wir haben hier noch ein bisschen Gebäude zu schön. Gut, also wir besiegen dann noch diesen Gegner hier. Wenn das Tor sich dann nicht öffnet, haben wir immer noch einen anderen Weg. Aber wir machen erstmal die Spawn-Dinger hier weg. Denn sicher ist sicher. Kann es ein bisschen dauern? Aber so ist das nun mal. Ich weiß gar nicht, ich weiß übrigens gar nicht, wie das ist in Spellforce 2, wie das da gelöst ist nochmal. Das ist halt auch lange nicht mehr gespielt. Mit dem Spawn, mit dem CPU, ob der genauso das mit dem Spawning macht wie hier im ersten Teil oder ob das da ein bisschen anders abläuft. Kann ganz spannend werden, wenn wir dann Spellforce 2 spielen. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Denn wir spielen natürlich auch noch die anderen Teile von Spellforce 1, ne? Also da gibt es ja noch 2. Die sind kürzer als hier die Hauptgeschichte. Ja, aber gehören ja schon ein bisschen auch dazu. Ne? Super, nur noch das eine hier. Dann schauen wir mal, ob wir das Tor so aufbekommen oder halt nicht. Wenn nicht, ist auch erstmal nicht schlimm. Es gibt ja wie gesagt noch den anderen Weg, den wir nicht gehen können. Aber dann müssen wir halt schauen, wie man das Tor dann öffnet. Steht, glaube ich, aber auch nichts hier, ne? Ja, die Bauern befreien. Gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr Bauern, als nur die, die da unten waren und gestorben sind. Und den Gottweil klimmen und hier Phönix, ne? Ah, schau mal an.
Den werden wir noch nicht anreden. Erstmal safe, mit dem werden wir noch nicht anreden. Wir werden jetzt erstmal nochmal die Gegner hinter uns besiegen. Also hier ist wahrscheinlich, also das ist wahrscheinlich auch jemand von so einem Bauer, ne? Schau mal an. Ist das eine... Aha! Hier geht es sowieso eh nicht weiter. Aber hier... Wow! Hier ist aber schon enorm was gebaut worden, ne? Wenn wir das Ding einnehmen, haben wir dann die ganzen Gebäude auch? Die Linien müssen halten! Das wäre ja geil. Also dann hätten wir natürlich schon mal richtig krass. Ja, das wäre natürlich geil. Aber das machen wir noch nicht. Auch wenn wir das hinkriegen, auch wenn wir das... sind wir hinkriegen? Auch wenn wir das dann dürften. Werden wir das natürlich noch nicht machen, weil dann natürlich... das können wir uns so ein bisschen im Hinterhalt, also im Hintergrund behalten. Falls wir echt nicht weiterkommen, dass wir dann vielleicht sogar hier starten. Das wäre ja richtig geil. Also das ist ja, da ist ja schon alles vorgebaut. Gut, das haben wir auch gelöst. Die Gegner hier vorne sind noch weg. Dann werden wir mal hier speichern. So, und dann reden wir ihn an. Ein Runenkrieger? Verflucht, das erklärt einiges. Schätze, wir schulden euch Dank und alles, was dazugehört. Ich bin John Goddard, Schmied und Schankwirt. Den Burschen habt ihr aber ordentlich eingeheizt, was? Das waren nur Plünderer. Und bis zur Spitze des Walles ist es noch ein langer Weg. Das stimmt, da habt ihr noch ein gehöriges Stück vor euch. Vielleicht kann ich euch und euren Leuten etwas mehr anbieten als nur Bier oder Hufeisen. Was genau habt ihr mir anzubieten? Nun, vielleicht ist euch schon die verschlossene Ruine hinter unserem Dorf aufgefallen. Sie stammt noch aus der Zeit vor dem Krieg. Sie machte auf mich den Eindruck zwergischer Herkunft. Verflucht richtig. Und dreimal dürft ihr raten, wer den Schlüssel für das Tor von diesem Ding gefunden hat. Ein gewisser Schmied und Schankwirt, nehme ich an. So ist es. Und nun gehört der Schlüssel euch. Hier habt ihr ihn. Ja! Hoffe mal, ihr findet darin was Nützliches. Und wenn ihr irgendwelche Waren benötigt, dann gebt mir Bescheid. Wir stehen in eurer Schuld. Ich benötige Rohstoffe. Ich benötige Rohstoffe. Ei, so soll es sein. Ich lasse ein paar Sachen in euer Lager bringen. Gut. Ja, damit können wir das öffnen. Wir werden uns dann, ich denke mal, die Truhen alle mal zu Gemüte führen. Aber wir werden, wie gesagt, nicht das Monument aktivieren. Ich hoffe, das aktiviert sich auch nicht instant, wenn wir hier das Tor öffnen. Das kann ja alles passieren. Hier haben wir einen Seelenfels. Das heißt, wenn wir sterben sollten, was ich hoffentlich nicht normal tun werde, wären wir nicht mehr da unten. Oh, was ist denn da unten jetzt auf einmal? Ein Monument wird angegriffen. Wie lange hält es noch? Wow. Ja, das ist das verschlossene Tor. Mach mal auf hier. Ja, danke. Schön, das Tür öffnet sich. Komm schon, das zerstört dich jetzt nicht so schnell. Kaufwort. Whisper. Nein, es ist weg! Verdammt, ich hätte sehr schnell hier... Oh no. Verdammt. Ein kleines Problem, weil hier irgendwo laufen noch Gegner rum. Die uns gerade richtig schön... Fuck. Woher kamen die? Die nicht gesehen. Macht nichts. Wir schauen uns hier erstmal um. Ich hoffe mal, die kommen jetzt hier wieder hoch. Weil dann können wir die nämlich schön im... Ja, sie kommen. Oh, sie kommen wieder hoch. Oh ja. Okay, dann kommen wir denen gleich mal entgegen.
Wir looten hier nochmal kurz die ganzen Truhen. Mehr haben wir hier aber nicht da oben, sondern hier unten nur noch. Wir aktivieren noch nicht die ganzen Sachen, wie gesagt. Es ist echt geil, das ist alles schon vorgebaut. Aber die Gegner da unten, die müssen wir jetzt erstmal angehen. Das ist ja, wie nervig ist das denn? Und wir uns da unten den Seelenfels weggenommen. Das ist aber eigentlich egal. Keine Zwergensachen hier. Wie kommen hier eigentlich nochmal Zwergensachen? Also das ist ja echt... Sowas vorgebaut ist natürlich immer geil. Guck nochmal kurz, was da oben ist. Es dauert ja noch ein bisschen, bis ich hier wieder hochkomme. Was haben wir denn hier hinter? Oh, weg da. Obwohl. Nein, das erste, was wir jetzt machen werden, ist, dass wir diese Gegner hier aufhalten. Danach können wir nochmal zurück und diese Spinnen da besiegen, um dann vielleicht nochmal gucken, was dahinter ist, weil das ist jetzt echt ein bisschen kacke, weil die können echt zu Problemen hier führen. Dieser Trupp, der da ankommt, der. Aber auch mehr können wir hier nicht machen, ne? Also nicht, dass es hier oben noch einen Weg gibt. Ne, das gibt es da nicht. Dieser Trupp da, der ist echt nicht so ganz geil. So, vielleicht geht er ja auch hier eh lang. Ja, das macht er sogar. Aber wollen wir mal hier den... Hör ich. Guck mal, zack. Den ziehen wir mal mit, damit der andere da mitkämpft. Die Linien müssen halten. Ja. Ja, komm mal mit. Standhalten, Männer! Der soll mitkämpfen, weil dann. Vorsicht, Gegner! So. Müsste reichen, der müsste jetzt mitkämpfen. Wir werden angegriffen! Ah, Moment. Wir machen erstmal die hier fertig. Das ist ein Hinterhalt! Nee. Oh fuck! Heilung! Die Linien müssen halten! Na komm, in Nahkampf. Im Nahkampf haben die echt, haben die Fernkämpfer echt gehörige Probleme, also zumindest bei den CPUs. Vorsicht, Gegner! Oh, und der wird jetzt leider sterben, aber der ist ja auch nicht questrelevant. Ah ne, der ist nicht konzipiert zum Sterben. Vorsicht, Gegner! Die ignorieren ihn einfach dann. Das ist ein Hinterhalt. Okay. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Damit wir dann, nicht einfach so herumstreuende Gegner hier haben auf der Map, das wäre ja nicht so schön. So, wow, der hat ja echt geile Sachen gedroppt. So, aber mich interessiert ja wie gesagt noch, was dahinter ist. Also hier ist zwar eine Spinne, die können wir aber wahrscheinlich echt platt machen. Ich hoffe jetzt wie gesagt, dass nicht irgendwelche Spawn-Sachen da aufgetaucht sind bei den Gegnern, dadurch, dass wir das hier geöffnet haben. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das nicht passiert ist. Das Monument ist ja noch nicht aktiv. So, dann schauen wir uns mal die Spinne an, ne? Bevor wir das mal machen, speichern wir natürlich nochmal das Ganze, weil wir haben ja diesen einen Trupp da besiegt, der irgendwie an uns vorbeigegangen ist. So, mal schauen, was hier so... Was hier so ist. Die Linien müssen halten. Ja, wir machen gut Damage an der Spinne. Standhalten, Männer! Gut. speichern.
Speichern, speichern, speichern. Vielleicht haben wir hier... was haben wir denn hier? Ein toter Gegner? Oder was ist das der? Also natürlich alles... Wir machen ja, das ist ziemlich awesome, was wir da alles bekommen, ein Zauber und so weiter und so fort, aber... Tja, vier sind ein Fernkämpfer mit Pfeil und Bogen. Das ist, glaube ich, nicht so das, was wir brauchen, um... So, ne? Und deswegen... Ja, damit haben wir schon mal ein ganz geiles Lager hier oben, was wir benutzen können. Aber momentan... Schauen wir erstmal so weiter. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen ist das. Ich glaube, das ist der Divinity 2 Faktor, den wir hier gerade haben. Also gefühlt ist das so, dass der Anfang übelst schwer ist. Umso weiter wir voranschreiten in der Geschichte, umso einfacher wird es. Genauso wie in Divinity 2 auch gewesen. Und das haben sie, glaube ich, nach einer Zeit mal abgeändert mit einem Fix oder so. Wobei das, glaube ich, ein bisschen immer noch so ist. Dass man, wenn man am Anfang versucht, Gegner zu töten, sehr große Schwierigkeiten damit hat. Und am Ende einfach nur noch alles wegrockt. Das, das ist gefühlt jetzt hier auch so. Finde ich ganz lustig. So, hier oben war nochmal Gegner gewesen, ne? Ah, guck mal, da haben wir auch wieder einen Turm. Aber wir wissen ja, die Türme, die machen uns ja nicht so unbedingt viel Schaden. Somit sollte das kein Problem sein. Aber wir locken natürlich erstmal die Gegner, die da sind, weg. Corporal. Schon wieder einer. Mal sehen, ob wir den Solo irgendwie bekommen oder ob wir da zumindest da nicht so große Probleme mit haben. Copper ist immer so ein bisschen kacke. Doppelturm. Ansonsten ist das Lager relativ leer. Gut. Dann versuchen wir mal den. Der Copper ist wirklich hier das Problem gerade. Weil der schon wirklich Cast Damage raushaut. So. Sprechen wir dann nochmal. Und dann gucken wir mal, ob wir den nicht irgendwie so bekommen. Indem wir den mitziehen und dann weglaufen und dann hoffentlich, dass die beiden Gegner, die dann noch mitkommen, dann. Keine Probleme, wir reiten dort Speer. Die beiden Speer detekten uns jetzt erstmal nochmal. Das ist ein Hinterhalt! So, Corporal, genau, Corporal kommt mit. Aus der Reichweite des Turrets, ja, natürlich. So. Und jetzt mal hier Attack. Standhalten, Männer! So, wir haben noch unsere Heilung. Wir sind noch nicht in Führung mit unseren Lebenspunkten. Die Linien müssen halten! So. So. Standhalten, Männer! Der heilen. Oh fuck, was macht der denn da, der Speer? Wir werden angegriffen! So, schnell hinterher. Hat der Speer schon gesagt, hallo, wir haben Probleme oder nicht? So, dann machen wir nämlich erstmal fertig. So, der Corporal, wie gesagt, der ist jetzt Geschichte. Nicht verarschen. Speer. Speer. Komm her und sterbe. So will ich das sehen. Ja, genau so. So, genau. Und du stirbst mich jetzt auch. Oh, detected. Naja. Glaube nicht. Ja. Bleib stehen. Detected. Warum ist auch noch ein Lager? Keine Ahnung, nix. Ich weiß nicht, was der da macht. Die rennen immer bis irgendwo hin und dann auch immer drehen die wieder um.
Obwohl, der rennt ein bisschen weiter. Was machst du da? Wohin rennst du? Ich bin nicht so weit, dass er... Hallo, dreh um! Speer! Detected. Ach, Moment. Der detectet uns ja immer wieder, ne? Wenn wir jetzt mal umdrehen und warten, dann kommt er vielleicht wieder zurück. Warte. Das machen wir mal so. Ne, der rennt weiter. Der rennt weiter. Fuck! Da werden wir gleich eine Riesen... Wieder umgedreht? Ne. Da werden wir gleich eine riesengroße Armee auf uns zukommen sehen. Ja, es ist kacke, aber das, die wird uns hundertprozentig erwischen. Also die wird uns quasi, da werden wir quasi auf sie treffen. Und umso besser, denn umso besser ist das ja, wenn quasi der Speer denen sagt, hey, da ist was, dann kommen die nämlich mit ihren Leuten, die sie da haben, an und die existieren dann ja nicht mehr im Lager. Das heißt, wenn wir da ankommen, ist dann quasi tote Hose bei denen im Lager. Das wäre natürlich super, weil die kommen ja auch nicht mit allem da angelaufen, sondern nur so mit ein bisschen. Das ist natürlich, das ist natürlich auch ein Trick, den man quasi machen könnte, ne? Wenn einfach sagt, ey, Speer detected uns und dann renn mal weg. Damit halt schon mal das nächste Lager ein paar Leute weniger hat. Das ist eigentlich gar nicht so unklug. Vorsicht, Gegner! Schauen wir mal, zumindest werden wir jetzt erstmal, also die werden jetzt dadurch, dass das Speer da jetzt hingeht, werden die keine neuen Spawnplätze bekommen und werden allgemein keine Spawnplätze da erscheinen lassen. Das wird nicht passieren. Vorsicht, Gegner! Aber der TPU wird ja trotzdem dann wahrscheinlich Leute losschicken. Standhalten, Männer! Runenkrieger, zu mir! Das ist nur der Hinweis, dass wir gerade von Türmen angegriffen werden. Das ist ein Hinterhalt! Nicht wundern. Ja. Die Linien müssen halten. Ich gehe da mal außer Reichweite. Wir haben nämlich jetzt schon die Folge beendet. Geht's hier hin? Ja, da geht's los. Guck mal, da geht's los. Da schickt er nämlich jetzt schon die Leute los. Guck mal, das sind so ein paar wenige. Das geht klar. Also die Folge ist wie gesagt zu Ende. Wir werden da diese Armee, die da ankommt, müssen wir dann quasi natürlich besiegen. Kein Problem. Und dann werde ich erstmal warten, würde ich sagen, bis wir hier wieder ein bisschen Leben haben. Denn ich glaube, die Heilung jetzt dafür zu verschwenden, damit wir schneller den Turm da angreifen, ist glaube ich ein bisschen Bullshit. Dann werden wir in der nächsten Folge dann weitermachen, dieses Lager auszurotten. Und natürlich müssen wir darauf achten, es ist nämlich schon passiert, ein paar Leute sind losgeschickt worden. Wie mit dem Kleriker, das heißt, wir müssen uns da natürlich drauf fixieren erstmal. Aber das kriegen wir hin. Ist das eigentlich so ein Lager, wo auch Bauern sind? Weil wenn wir das natürlich ausrotten, dann haben wir natürlich... Nee, leider nicht. Schade, dann hätten wir natürlich wieder ein paar Leute, so Bauern, die uns dann helfen können. Aber das kriegen wir wahrscheinlich auch so hin. Und wenn das Ganze gar nicht klappt, dann wie gesagt, wir rennen zurück bis zu dem einen Heini da unten, der uns dann wieder hilft. Der müsste wieder volles Leben haben, glaube ich, in der Zeit, oder? Ja. Gut, dann also, bis zum nächsten Mal. Ich speichere das Ganze nochmal. Und dann machen wir weiter. Es läuft gerade richtig gut. Ich sag's euch, es ist richtig geil gerade. Und dann schauen wir, ob es beim nächsten Mal weiter so gut läuft. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.